Hallo und willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Wir sollen mit unserem guten Freund, dem Gottes Willen, Roelion, genau, mit dem sollen wir in die Windtunnel und da gehen wir jetzt mal rein. Bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Okay. Mit ihm mal reden. Diese Totems scheinen eine Kombination aus Wind und Geist zu nutzen. Ob ich wohl? Entschuldigt mich, dürfte ich wohl? Wir sind hier, um die Seewipern aufzuhalten. In der Tat, ich schätze, das ist optimal. Diese Rituale der Seewipern sind barbarisch, aber recht effektiv. Dieser Wirbelsturm, den sie heraufbeschworen haben, um unsere Flotte an Kenatis Rast zu zerschmettern, das war nichts im Vergleich zu ihren derzeitigen... Was ist denn schlimmer als ein Orkan? Ihr habt offensichtlich nie die theoretischen Grundlagen von Blutopfern studiert. Seht ihr diese schlangenförmigen Statuen? Ihre Sturmtotems? Sie sammeln Geisterenergien aus den mit Runen markierten Zielen und kanalisieren sie wie Wasser in einem Trichter. Aha, und wie können wir diese Trichter blockieren? Das ist genau die richtige Frage. Es scheint, als ob die Seewipern einen besonderen Magnetstein benutzen, um den Kanal zu blockieren. Nähert euch einem aktiven Sturmtotem und haltet den Magnetstein vor euch. Dann solltet ihr die Energie einfach ablassen können. Ihr solltet euch das selbst anschauen. Ja, seid ihr sicher, dass das so ungefährlich ist? Auf jeden Fall. Macht nur. Seid nicht schüchtern. Es ist ja nicht so, dass die Energien des Sturmtotems durch euren Körper strömen würden, bis ihr nicht mehr als eine leblose rauchende Hülle seid. Aber stellt euch bitte nicht in Pfützen, ja? Na super. Das sind ja tolle Voraussetzungen. Okay, ja gut, dann probieren wir es mal aus. Gut, das hat dann ja schon mal geklappt. Was haben wir hier noch? Haben wir noch irgendwas zu entdecken? Nein, haben wir nicht. Haben wir da noch irgendwas zu sehen? Irgendwas zu sehen. Rucksack, da ist ein Rucksack. Durchsuchen. Dietrich, den nehmen wir doch mit. Wir nehmen alles mit. Noch irgendwas zu sehen hier? Unten irgendwo da, fast ist leer. Alchemieflasche nehmen wir auch mit. Wir nehmen so alles mit, was wir kriegen können, nicht? So. Halt. Was hat unser Freund hier? Seine anfänglichen Annahmen sind selten richtig. Ich schätze, der Blitz kann zweimal einschlagen. Ist ja beruhigend. Ist ja echt beruhigend. So, mal hören, was er jetzt sagt. Phänomenal. Ich wusste, dass Nähe der Schlüssel ist. Und seht euch an, nicht einmal eine Spur von tödlichen Blitzen. Ihr habt das Prinzip erfasst und es jetzt auf den anderen Sturmtotems anzuwenden, bevor... Nun, damit beunruhige ich euch jetzt besser nicht. Weswegen sollte ich mir Sorgen machen? Ah, nein, ich sollte euch nicht unnötig Sorgen bereiten. Ja, sag schon, was ist hier mit den Seewipern und diesen Sturmtoten? Das weiß ich nicht mit Sicherheit. Es gibt zwei Möglichkeiten, von denen keine besonders gut für alle auf dieser Insel ist. Man greift nicht zu Blutopfern, es sei denn, man braucht sehr schnell sehr viel Energie. Oder man will diese Energie, nun ja, genauso schnell wieder freisetzen. Was willst du damit sagen? Hört zu. Ihr kümmert euch um die Sturmtotems. Ich werde herausfinden, wie man etwas gegen das Blutritual der Seewipern unternimmt, ohne Mistral auszulöschen. Klingt das angemessen? Die einzige Gewissheit ist, dass die Zeit drängt. Ihr solltet euch beeilen. Ja, dann schnacken wir nicht lange, dann beeilen wir uns mal. So, und da können wir ja nicht weiter, dann müssen wir wohl sicherlich diesen Weg, oder? Nach oben ist wohl nicht, dann müssen wir wohl diesen Weg. So. Die Frage ist nur, wohin? Wo sind wir denn jetzt? Da sind wir. Gehen wir erstmal da oben hoch. So, die machen wir erstmal klein. So, der ist auch inne. Mal schauen, was wir da gefunden haben. 5 Gold. Wir nehmen die 5 Gold mit. Was hast du denn? Du hast natürlich nichts, ne? Du Hund. Dann nehmen wir auch mal die Früchte mit. Was haben wir hier? Da ist nichts. Wir wollen hier auch nichts verkommen lassen. Jeden Fall. Und nicht länger an einem Ort bleiben, wie auch nötig. Halt. Fast durchsuchen. Die Trauben nehmen wir auch mit. Haben wir da irgendwas? Nein. So. Machen wir uns da mal auf den Weg darüber. Dieser Mann kann wirklich anstrengend
sein. Ja, das stimmt wohl. So, dann wollen wir das Viech mal ausschalten hier. So. Hat geklappt. So, und der ist natürlich auch weg. Mist. Hat er nichts nachgelassen für uns. Dumm gelaufen. Schade. Naja, wir gucken weiter. Und sehen uns weiter um. Da ist noch so einer. Aber die erledigen den gerade. Die können wir gerade durchlaufen. Und mal abschalten. So, abgeschaltet. Er hat nichts übergelassen für uns. Kistenmäßig ist hier was drin. Halt. Das Fass durchsuchen. Weizen nehmen wir mit. Wer weiß. Hefe. Ist leer. Ist auch leer. Das Fass tun wir auch. Drachenblut. Ja, hau doch mal zu. Die Hefe nehmen wir mit. Das Fass, Weizen. Wir nehmen ja alles mit, was wir finden. Ob wir das nur nachher brauchen oder nicht, das müssen wir dann mal schauen. Halt, was war da? Bindenhänder. Nee, nö, nö. Da ist ein Sack. Rosen. Da sind Rosen drin gewesen. Da haben wir noch einen. Minze. So, ach Mensch, den müssen wir auch mal fixen. Halt, bleib hier. Ja, und Otto freut sich wieder. Ganz tierisch. So, wir wollen mal darüber. Einfach mal umschauen, dass wir auch nichts hier übersehen. Da ist Fisch. Den werden wir abschalten. Geschaltet. So. Haben wir hier noch irgendwas? Mehlsack. Da wird wohl Mehl drin sein. Ist da noch irgendwas? Nein. Mehlsack ist leer. Warte mal. Den werden wir gleich mal. So. Zack. Erledigt. 6 Gold sogar. Das nehmen wir alles mit. Da liegt noch jemand. Und hofft auf. Das Brot nehmen wir auch mit. Haben wir da noch mehr? Da ist noch ein Sack. Klares Wasser. Mitnehmen. Getränke mitnehmen. Für unsere Alchemiegeschichte. Vielleicht brauchen wir da was. So, was haben wir noch? Da liegt noch jemand vor sich hin. So, den wollen wir doch auch mal hier. Zack. Und nichts dabei gehabt. Ach, wie ärgerlich. Naja. Wir gehen weiter unseren Weg. So. Halt, bleib hier. Zack, das war's. Hat sie was für uns gelassen? Nee, hat sie nicht. Och Mensch. Schon wieder leer ausgegangen. Aber du hast doch bestimmt irgendwas für uns, ne? Zack. So, jetzt aber. Was hast du? 7 Gold sogar. Das wird immer besser. Das wird immer besser. So, wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Da oben sind wir. Aha, wir sollen da hoch. So, den werden wir auch nochmal aus der Entfernung knacken. Zack. Zack. So, lass uns mal was über. Hast du auch nicht. Auch nichts dabei gehabt. Durchsuchen. Schlückchen Magika und Rezept. Ja, Antonikum. Nehmen wir alles mit. Den schalten wir mal aus. So. Erledigt. Da haben wir auch noch ein paar. Die werden wir auch noch mal mitnehmen. So.
Zack. Oha. So, hast du was für uns? Nein. Der andere Knecht hier, wo war der geblieben? Da, Durchsuchung. 7 Gold. Zack. Du hast auch nichts für uns, ne? Nein. Ach Mensch, was haben wir hier noch? Ein Blitzestab. Können wir aber nicht mitnehmen. Können wir nicht mitnehmen. So, noch irgendwas hier? Kisten durchsuchen. Früchte. Fisch nehmen wir auch mit. Fässchen durchsuchen. Mhm. Haben wir noch irgendwas? Nee. Weiter geht's. Da drüben war auch noch irgendwas. Da gucken wir auch nochmal nach. Wir haben's ja. Also zeitmäßig. Wir können ja mal schauen. Uns drängt ja keiner. Ginseng. Ginseng. Da ist noch was. Mate. Können wir Tee kochen? Ein paar Früchte. Was haben wir hier? Zitronen. Mal ganz was Neues. Fischleim. Ist hier noch irgendwas? Den Sack durchsuchen. Noch eine Zitrone. Und ja. Das war's. Da hinten war leider nichts. So, wir gehen zurück. Machen uns auf den Weg. So, was hast du mit? 5 Gold. Okay, besser als nichts, aber nehmen wir mit. So, du bist auch fertig. Wir machen uns weiter auf den Weg. So, sind wir noch richtig? Ja. So, da ist noch jemand. Flanktaue. Zack. So. Hast auch nichts dabei. Nee. Na gut, nehmen wir den nächsten. Gut, die kümmern sich drum. Zack. Was hast du mit? 3 Gold. Ich bin frei. Du bist frei, ja. Das war es auch so gedacht. Ne? Ja. So, da ist noch jemand. Zack, nochmal. Und Rohlederwams. Gut, nehmen wir mit. Wir sind ja nicht so, ne? So, was haben wir noch? Irgendwie was Versmäßiges hier? Getränke durchsuchen. Was haben wir da? Matze. Mhm. Hier noch irgendwas? Fassbuchung. Trauben. Ich glaube, wir ruhen nicht. Wir schaffen uns wieder viel zu viel Mist und Dreck rein. Na, komm schon. Jetzt bist du aber nicht zu fassen hier. Mach sie mal klein da. So. Und von beiden nichts? Ganz viel Arbeit um nichts? Mensch, das gibt's doch gar nicht. Da sind Äpfel drin. Die Äpfel nehmen wir auch mit. Die Fässer sind leer. Das, was war das? Ne, mit Rügen will ich nicht reden. Mit dem rede ich jetzt nicht. Ne. So. Jetzt gehen wir da nochmal runter. Befreien sie nochmal. Wir machen ja alles doppelt hier, kein Problem. Alter, was bist du denn jetzt? Bist du wahnsinnig? So. Mein Gott. Du bist frei. Ich dachte, ich wäre erledigt. Nein, natürlich nicht. So. 7 Gold und Nahornbogen. Das nehmen wir auch mit. Jetzt machen wir das Teil ja auch mal aus. So. Es ist Ealziel, der direkt zu eurem Verstand spricht. Ihr findet meine Psychic-Projektion in der Nähe des Tunnelausgangs. Ich weiß, wie man die Maorma aufhalten kann. Alles klar, dann wird er uns das wohl hoffentlich mal verraten. Da ist er ja. Das Hologramm. So, spreche. Ich weiß, was Sie planen. Durch meine Psychic-Projektion habe ich eine alte Ritualstätte nördlich von Mistral gesehen. Die Sevipan haben eine mächtige Kreatur namens Sturmatronach beschworen. Sie lassen all diese Energie in den Sturmsklaven fließen, den sie gebunden haben.
Was wollt ihr damit sagen? Die Kreatur kann nur eine gewisse Menge Energie in sich aufnehmen, bevor sie sich auflöst. Die gesamte Energie wird über Kenatis Rast hinwegströmen und alles töten, was mit ihr in Berührung kommt. Bis auf die Donnerkäfer natürlich. Oh, und der Berg im Norden von Mistral wird zerbersten und die Stadt spurlos auslöschen. Na super, nein, das kann doch nicht angehen. Das muss doch einen Weg geben, das aufzuhalten. Oh, und das ist das Geniale ihres Plans. Wie bindet man eine Kreatur, die aus Sturmenergie besteht? Mit dem Wind selbst. Drei Ritualhörner halten den Sturmsklaven gefangen. Aber der Magnetstein hat nun genug Sturmenergie, um den falschen Winden entgegenzuwirken. Elegant, ah, ja? Naja, ob das elegant ist. Was geschieht denn, wenn ich den Sklaven von seinen Fesseln befreie? Also wenn ich ihn losmache, sozusagen. Er wird seine körperliche Gestalt ablegen und die gespeicherte Energie sicher freigeben. Also sicher für Kenatis Rast, meine ich. Ich schlage vor, einen großen Abstand zum Sturmsklaven zu halten, wenn das geschieht. Vielleicht mit einem festen Felsen zwischen ihm und euch. Aha, in Ordnung, ich werde das Ritual aufhalten. Ich versuche das Ihr mal. Ihr werdet keine Probleme haben. Und falls doch, habe ich eine Meile von Kenatis Rast entfernt ein Portal geöffnet. Dort werde ich so lange auf offener See auf der Stelle schwimmen, bis ich sehe, dass ihr Erfolg hattet. Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ich bin sehr zuversichtlich. Toll. Das sollen wir jetzt durchziehen und er verdrückt sich, der Hund. Na, klasse. Na, das wird ja prickelnd. Oh. Warte mal, wo sollen wir denn jetzt hin? Da sollen wir raus. Dann werden wir da mal rausgehen. So, und hier stürmt das schon ordentlich. Und da ist der Knecht direkt vor unseren Augen. So. Was sagt unser guter Freund hier? Nachdem Uldor in seiner Krypta gefangen wurde, wird dieser Sturmsklave überhaupt kein Problem sein. Na, dein Wort in Gottes Ohr. Diese Idioten, was machen die denn da? Alter, dieses Pusterhorn, wie sollen wir das Ding denn aufhalten? Na, das wird ein Spaß werden. Das wird echt ein Spaß werden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weit und breit nix. Na gut. Aber da kümmern wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge drum. Ja, und wenn euch das gefallen hat, dann schreibt mir was in die Kommentare, gebt mir ein Like und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.